Radio Poki Talk, Radio Poki Talk, von Mensch zu Mensch. An IBR, Meridianbotschaften. Ich lade dich heute zu einer Reise in den Raum deines Herzens ein. Gemeinsam erinnern wir uns daran, wer wir wirklich, wirklich sind. Yin-Botschaften für Körper, Geist und Seele. Nimm dir Zeit, mache es dir gemütlich, öffne dein Herz und lausche, spüre und reise mit mir. Heute begleitet uns die Tünde und bin ganz neugierig, was der Abend heute bringt. Denn für sie ist das heute im Endeffekt das zweite Mal. Sie hat eine Sendung schon gemacht und sage ganz einfach mal, hallo Tünde, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hallo Daniela Seinitze, ich bin Tünde Nemesch. Ich habt ja mich vielleicht ab und zu mal gehört hier mitreden und habe bis jetzt eine Sendung gemacht von Saarbrücken aus. Daniela war so lieb und hat gesagt, sie ist damit einverstanden, dass ich heute mit moderiere. Super, dann rufen wir doch mal die liebe Daniela, die an IBR, so heißt sie ja hier. Guten Abend zu dir an IBR. Einen wunderschönen guten Abend zu euch. Liebe Tünde, danke, dass du mit dabei bist. Ich freue mich. Also du hast auf jeden Fall schon eine sehr sympathische Stimme. Und in der Stimme spüren wir auch die Menschen, wenn wir uns öffnen. Ja, ich freue mich wieder sehr. Ich habe gut reingespürt, was möchte ich mit euch besprechen. Und habe mir gedacht, ja, was ist die Essenz? Was ist so der Sinn meiner Sendung? Und ich spüre es immer mehr. Es ist auch der Sinn meines Lebens. Und der Sinn meiner Arbeit, also meine richtige Passion, meine Passion, das ist das Yin, das ist das Spüren, das ist das sich zurücklehnen und erinnern. Ja, also wenn ich auf die letzten 20 Jahre meines Lebens zurückblicke, dann kann ich wirklich sagen, dass Krankheit mein Weg war und dass mein Körper, dieser wundervolle Körper, dieses Haus meiner Seele, mir gelernt hat, so genussvoll zu leben und so bewusst zu leben, dass ich heute vollkommen gesund bin. Und das war nicht immer so. Und ich lade euch wirklich ein, egal wo ihr steht, also wenn ihr heute die Sendung bewusst mithört, macht es euch wirklich gemütlich, weil es geht um Spüren. Wir werden immer wieder Seelenlieder einspielen. Ich werde euch ein paar Fragen stellen. Vielleicht wollt ihr euch was zum Schreiben noch holen, weil es ja um dich geht. Ich möchte ja dich inspirieren. Ich möchte dich im besten Fall. Also das schönste Kompliment, was ich in den letzten Wochen bekommen habe, seit mein Online-Kurs draußen ist und auch das Gratis-Webinar, ist, dass Menschen zu mir sagen, ich höre dich an oder ich sehe dich im Video und ich bekomme Lust, mit mir zu arbeiten. Ich bekomme Lust, gesünder zu sein oder glücklicher zu sein. Und wenn ich das in dir auslösen darf, dann bin ich überglücklich, weil ich glaube daran, dass wir Menschen, auf uns warten noch so viel Potenziale, auf uns wartet einfach so viel und es kann gar nicht genügend Menschen geben, jeder auf seine eigene Art und Weise hier zu sein. Und danke Klaus für Radio Oki Talk, immer wieder ist eine wundervolle Möglichkeit. Und bevor wir uns einschwingen, würde ich gleich mit dem ersten Lied beginnen. Ja, Frühling, warum nenne ich dieses Lied die Macht der Liebe Frühling, weil im April 2014, ja, zu dieser Zeit habe ich einen riesengroßen Garten gepflegt und gehegt und ich habe zum ersten Mal den Samen in die Erde gelegt und habe wirklich verschiedenstes Gemüse, ich habe mir die Zeit im Leben genommen, ja, angebaut und damals hat mich so eine tiefe Liebe. Also dieses Lied, wenn ihr den Text hört, dann wisst ihr, wie das Wetter war, ja, wie die Stimmung war. Ich habe so viel ernten dürfen, ich habe so viel Respekt vor der Landwirtschaft bekommen, vor dem, was wir so selbstverständlich einkaufen gehen. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit es ist, bis diese Pflanze groß und reif ist und dann sie noch zu verarbeiten. Und die Erde ist für mich die große Mutter. Und die Macht der Liebe ist das, in Wirklichkeit das, um worum es geht im Leben. Ich glaube, am Ende unseres Lebens gibt es eine einzige Frage, habe ich wirklich genug geliebt und vergeben vor allem? Und so starten wir mit diesem schönen, freudigen Lied in unsere heutige Sendung. Lieber Klaus, ich bitte dich, die Macht der Liebe anzuspielen. Musik.
Sonne, Regen, Schnee und Wind an einem Tag beim Spielen sind, macht Mars sich auf der Erde breit und holt den Frühling in die Zeit. Durch Eis und Schnee am Weg zum Licht sprießt Ursprungskraft wie aus dem Nichts. Der Same weiß um seine Kraft, kennt seinen Weg, kennt seine Macht. Ich will, ich kann, ich tu. Zeigt sein Potenzial, erinnert mich stürmisch und überall. Du bist die Kraft, du bist die Liebe. Erkenne dich selbst, erblühe und lebe. Ich tu, wonach mein Herz sich sehnt. Ich liebe und wachse für mich und die Welt. Ich erblühe zur Blume, die duftet und strahlt. Ich erkenne mich selbst und überall ich will, ich kann, ich tu. Sie wärmt meine Seele, strahlt in mich.
Ich atme ihr Licht tief in meinen Bauch, erwecke die Kraft, gib ihr Raum. Klar und stark gehe ich meinen Weg, pflege den Samen, der die Ernte bringt. Gib ihm die Zeit zu gedeihen, um sich selbst zu erfüllen, klar und rein. Ich will. Ich kann, ich tue es, ich atme diese Kraft, ich will, ich kann, ich tue es, ich spüre mein. Der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens, die Lebensfreude ist, die Macht der Liebe, die einfach fließt, die Macht des Herzens. Ja, liebe Daniela, das war ein sehr, sehr schönes Lied, die du selber komponiert hast, habe ich gehört und selber gesungen. Danke dir dafür. Bei mir geht es richtig ins Herz rein, auch wenn ich schon so oft gehört habe. Einfach wunderbar. Danke. Ich danke euch. Ja, die Seelenlieder, und davon gibt es jetzt schon ja, über 50 Nummern, die wir komponiert haben, weit noch nicht alle arrangiert und aufgenommen, aber um die 25 Lieder. Die sind schon, ich sage immer, ich habe so einen Lieblingssatz und ich sage immer, ich habe mich gesund und bewusst gesungen, weil Musik einfach ganz, ganz viel mit uns macht. Und ja, wir denken ja, wir haben über 100.000 Gedankenimpulse jeden Tag und ich glaube, es gibt zurzeit nichts Wichtigeres, als sich der eigenen Gedanken und daraus entstehenden Gefühle und Handlungen und Worte wirklich bewusst zu sein. Also wir leben ja in einer Zeit, ja vor gut 20 Jahren, also 24 Jahren, war ich auf einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr weiterleben wollte, so wie es war, weil einfach Krankheit mich über ein Jahrzehnt begleitet hat, weil ich nichts essen konnte, weil ich verzweifelt war mit einem Dauerbauchschmerzen und all den vielen Diagnosen, die mir damals gesagt wurden. Ja, und ich kann wirklich sagen, damals war es ganz klar, da kam eine Möglichkeit und dann hat man das gemacht. Heute, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele ja, die vollgedeckte Tafel. Oft geht es darum, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Und da kommen die Meridiane für mich ins Spiel und deswegen nenne ich mich auch die Botschafterin der Meridiane. Ich habe viele wunderbare Heiler und Menschen getroffen,
Und immer wieder ging es mir besser, aber wirklich gesund und wirklich heil bin ich geworden, wie ich erkannt habe, dass meine gesamten Themen, meine Gedanken, meine Emotionen, meine Lebensgeschichte, meine gesamte Biografie, ja, teilweise Stimmungen in mir trägt oder ein Groll war in mir. Ich konnte nicht verzeihen. Ich habe einfach verstanden, warum hat mein Körper sich so gewehrt. Ich war im Dauerstress. Ich war wütend auf die Welt. Ich habe mich hier absolut nicht wohlgefühlt. Und die Meridiane haben mir punktgenau gezeigt, jeder einzelne Meridian anhand dessen, ob er fließt oder blockiert. Und dazu hatte ich halt die Chance, 2003 mit einem technischen Gerät das sichtbar zu machen. Und ich habe mir gedacht, wow, mein Körper zeigt mir, mein Energiekörper zeigt mir genau, was ich verändern darf. Meridiane kennt jeder Mensch, kaum jemand kennt dieses Wort nicht. Aber was ist es letztendlich? Was ist das für, was ist dieses Qi, das durch unseren Körper fließt? Und warum fließt es und warum fließt es nicht? Und wir haben natürlich in den letzten, ich glaube, heute haben wir die 8. oder 9. Sendung, sind wir da tief eingetaucht in die Thematik. Also wir haben, wer mich heute zum ersten Mal hört, es gibt im Archiv diese gesamte Reise, wie ist mein Weg gewesen? Ja, wie habe ich meine Selbstheilung dann wirklich aktiviert? Über Meditation vor allem, über eine Ernährung, die mich nährt, über Bewegung und bewusstes Atmen. Der Atem ist ja eine ganz große Quelle. Und wir sind jeden einzelnen Meridian durfte ich vorstellen. Und jetzt lassen wir einfach die Meridiane so hineinfließen. Und heute sind wir einfach wirklich beim Herz, beim Herzzentrum. Ja, wo es um Dünndarm-Meridian ist in Verbindung und Herz, das sind wie Bruder und Schwester, ein Yin und ein Yang-Meridian. Und es geht darum, wirklich zu sagen, liebe ich mein Leben? Also ich möchte dich heute fragen, wo stehst du jetzt im Februar 2020? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit der momentanen Zeit. Ich spüre und erkenne, dass je achtsamer und bewusster ich bin und vor allem je freudiger ich bin, ja, mich jetzt schon ins Leben reinlieben, mich schon auf das zu freuen, wo ich mich hinbewegen möchte, bringt Synchronizitäten ins Leben. Und Synchronizitäten, das ist etwas, was zauberhaft ist, weil die eigenen Gedanken hört ja kein anderer. Und wenn dann diese Überraschung kommt, dass sich plötzlich genau die Person in dein Leben kommt, wo du gesagt hast, das wünsche ich mir, das, ich spüre es schon, es ist schon da. Also wir haben das wirklich durch die Epigenetik, wissen wir, dass wir schöpferische Wesen sind. Und da bitte ich dich, dich jetzt mal kurz zurückzulehnen und einmal einen tiefen Atemzug zu nehmen und einmal zu sagen, wie geht's mir gerade mit meiner Schöpfung im Leben? Wo stehe ich? Wie fühle ich mich in meinem Körper, in diesem Körperhaus? Liebe ich meinen Körper? Mag ich den? Berühre ich den gern? Wie schaut's mit meinen Beziehungen aus? Wie schaut es aus mit meinem Beruf, mit meiner Berufung? Weil wir können nicht mehr sagen, irgendwer ist irgendwo schuld. Wir können auf die Welt schauen und sagen, okay, die ist sehr aus dem Gleichgewicht. Der Mensch ist sehr aus dem Gleichgewicht. Wie ich begriffen habe, dass mein Leben zu 90% im Yang, in dieser männlichen Energie, immer schneller, immer mehr. Es war nie genug. Ich habe 1000 Aufgaben in meinem Kopf gehabt und ich bin genauso angestellt gewesen in meinem Leben früher. Dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, dann habe ich diese unter Anführungszeichen erfolgreiche Selbstständigkeit gelebt. Montag bis Freitag, oft Wochenende, die Praxis voller Menschen und ich habe viel gelernt, ich habe viel erfahren und irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich bin so müde, ich brauche mehr Zeit, ich brauche Zeit zu meditieren. Ich will mir Zeit nehmen zum Reflektieren, zum Bewegen, wirklich zum Bewegen. Wir haben einen Bewegungsapparat und der will schmeidig sein, der will kraftvoll sein. Der Bewegungsapparat, unser Körper braucht Spannkraft im Leben. Und es geht sich einmal mit diesen 40, 50 Stunden Jobs nicht aus. Und dann, vor einigen Jahren, habe ich für mich beschlossen, auch ich werde diese Zeitmillionärin werden. Ich werde mir meine Zeit selber einteilen und der Verstand sagt natürlich sofort, das geht nicht oder wie soll das gehen? Und es geht, wenn wir es wollen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und ich habe lange dieses Lieblingszitat
Ja, der Weg ist das Ziel. Ich habe viel über das nachgedacht und ich bin ein sehr, also ich sehe die Erde einfach viel, viel gesünder und die Menschen glücklicher in den einigen Jahrzehnten, wenn ich diesen Körper verlasse. Ich sage, ich werde noch länger da sein, nehme ich an. Aber ich habe ein großes Ziel. Das ist nicht nur meine eigene Gesundheit und das eigene glückliche Leben. Es ist noch viel, viel mehr. Es ist die Menschen, die sich miteinander verbinden. Die Menschen, die wissen, warum sie da sind, dass sich die ko-kreativ zusammenschließen und dass wir einfach die Welt verändern, weil wir sind es, die die Welt verändern. Jeder einzelne Mensch verändert jeden Tag und jeden Augenblick die Welt. Und wir wissen, wir kennen den Spruch, wenn ein Flügelschlag eines Schmetterlings einen Orkan auslösen kann am anderen Ende der Welt, so stark sind wir. Und da haben wir eine riesen, riesen Chance in diesem Leben. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Yin, was ist das Yin? Ja, es ist die Stille, es ist das Spüren, es ist die Nacht, es ist die Dunkelheit, es sind auch die unbewusst verdrängten Gefühle und Anteile, weil wir ja wissen, wenn wir auf die Gesellschaft schauen und auf die Prägung schauen in der Gesellschaft, wir alle, fast niemand von uns, hat als Kind gehört, wow, schön, dass du da bist, du wundervolle Seele. Danke, dass du dich mir ausgesucht hast und du bist dein Leben lang beschützt. Du bist ein Wesen voller Potenziale und Talente und ich freue mich, dich ins Leben zu begleiten. Stellt euch einmal vor, Kinder werden so ins Leben begleitet und sie bekommen auch die Chance, in Schulen zu gehen, wo ihre Potenziale gefördert werden. Und das passiert ja bereits auf dieser Welt. Also es gibt ja, ich schaue gerne auf die schönen Dinge, deswegen gibt's bei mir auf meinem YouTube-Kanal ja auch die guten Nachrichten und die Co-Kreationen und die Inspirationen, weil wir, indem wir die Welt beobachten, und diese Beobachtung löst ja augenblicklich in uns etwas aus, erschaffen wir die Welt. Also das schönste Beispiel ist, es klappt etwas gerade nicht so gut und es ist ein Fehler passiert und du bleibst total ruhig und du weißt, okay, ich stelle das jetzt wieder, ich ändere das, danke für die Erfahrung. Also wir haben das einfach nicht gelernt, in dieser Ruhe, in diesem Yin zu sein und da hat mich meine Seele hingeführt. Deswegen ist mein Körper jetzt schon seit 17 Jahren gesund, obwohl ich 44 bin. Das heißt, ich war lange Zeit nicht gesund. Ich habe auch einen beginnenden Gebärmutterhalskrebs gehabt und einen HPV-Virus, der total ausgebrochen ist. Und das waren schon die großen Prüfungen in meinem Leben und auch dann wirklich durch die geistige Arbeit, durch die Arbeit mit Kräutern, durch die Arbeit mit Naturmitteln zu erleben, dass dieser Körper auch aus dieser wirklich schwierigen Diagnose völlig ausheilt. Also diese Wunder, die kann uns einfach niemand mehr nehmen. Also wenn du jetzt gerade Beschwerden hast, zum Beispiel in deinem Leben, dann ist es nicht die Aufgabe, dass dein Arzt oder dein Therapeut dich heilt. Du hast die Selbstheilungskraft. Wir sind da, um sie zu entfachen, um dich zu erinnern. Ja, gerne. Ich bin Reiki-Meisterin. Ich liebe es, die Hände aufzulegen bei Menschen und diesen wirklichen Kraftstrom an Liebe hineinfließen zu lassen. Aber es geht nicht darum, dass ich den anderen heile, sondern dass die Selbstheilungskraft erweckt wird. Und wenn ich dann natürlich über die Meridianbotschaften so punktgenau sagen kann, was ist jetzt gerade Thema in deinem Körper und dann mit messbaren Ergebnissen. Ich habe seit 2005 definitiv messbare Ergebnisse. Was passiert, wenn wir unser Bewusstsein verändern, also unsere Gewohnheiten verändern, wenn wir die nicht so gesunden Gewohnheiten mit schönen, freudigen Gewohnheiten austauschen. Dadurch dürfen wir uns reflektieren, wir dürfen hinschauen. Wir dürfen uns natürlich erinnern, wo liegt mein Potenzial? Da gibt's viele Möglichkeiten. Ja, dein Element zeigt dir Potenziale, deine Zahlen, dein Geburtsdatum weist Potenziale auf. Natürlich auch die Astrologie und vieles mehr, Human Design. Ich persönlich liebe den Maya-Kalender. Ich habe erst durch den Maya-Kalender wirklich verstanden, warum meine Aufgabe ist. Ja, diese Kraft der Selbsterkenntnis im anderen zu erinnern. Das ist für mich was Wunderschönes, aber es ist natürlich meine Aufgabe. Und so können wir uns in Augenhöhe
treffen und wirklich sagen, okay, das bin ich und wie kann ich der Welt dienen? Ja, wie kann ich, was ist mein Geschenk an die Welt? Und da geht es nicht darum, dass jeder vor der Kamera ist. Ich habe diesen, wie sagt man heute, so früher sagte man Putzfrau, heute sagt man Putzfachfrau, ich weiß den Ausdruck gar nicht, aber es ist bei uns so, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich gehe putzen, dann habe ich immer wieder den Menschen gesagt, du, ich lerne dir, ich zeige dir, wie du nicht nur physisch ein Haus reinigst, sondern wie du energetisch so viel tun kannst, dass deine Arbeit einfach einen riesen Wert hat. Ich sehe es nicht ein, wie wenig manche Leute für ihre Arbeit verdienen und die anderen wieder viel, viel mehr. Wir haben die Gleichberechtigung, das wäre so wichtig. Das ist mir so, liegt mir so am Herzen. Also jeder Beruf, alles, was wir tun, ist was Besonderes. Selbst wenn du gerade ein Burnout hast und einfach nicht mehr weiter kannst und ich habe einen Hausbrand erlebt, ich weiß, wie sich das Leben anfühlt, wenn du nichts mehr siehst, wenn du einfach sagst, es hat nichts mehr Sinn, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin einfach leer. Also ich bin vom Leben sehr geschüttelt und gerüttelt worden. Früher habe ich mich als Opfer empfunden. Warum gerade ich? Und ziemlich schnell, nachdem ich die ersten Krisen bewältigt habe, habe ich erkannt, dass jede Krise ein absolutes Geschenk ist. Während ich in der Krise bin, ist es schwer. Und das ist, dass jeder, der eine Krise hat, weiß. Aber ich weiß im tiefsten meines Herzens, ich komme auf das nächste Level. Es passiert wieder die nächste Geschichte, dass ich wieder noch kraftvoller, liebevoller, ja, schöpferischer leben kann. Weil wir können, wenn du Tagebuch schreibst, und ich empfehle dir, dieses Seelentagebuch zu schreiben, dich zu reflektieren. Dein Leben wird sich vollkommen verändern, wenn du am Abend, bevor du schlafen gehst, den Tag Revue passieren lässt, hineinspürst, vielleicht notierst, was habe ich heute vielleicht ausgesprochen, was gar nicht ehrlich war, um es morgen dann zu ändern. Alles wirkt. Jeder Gedanke wirkt sofort. Wir brauchen uns gar nicht wundern, warum Menschen uns gegenüber so reagieren, wie sie reagieren, weil wir können einfach nicht erschaffen. Ja, also lass das mal sinken. Du kannst nicht erschaffen. Du kannst unbewusst sein, ja, und das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern es ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich trifft. Vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, auch noch vor 10 Jahren, habe ich mich wirklich oft gefragt, ob ich nicht völlig verrückt bin, weil die Huna-Lehre, die ich mit 20 Jahren, die Huna-Ausbildung gemacht habe, das ist eine Lebenseinstellung. Das ist nicht einfach ein kleiner Kurs, den man mal absolviert. Es geht einfach darum zu wissen, dass du da ein großes, hohes Selbst in dir hast, das dir deine Wünsche erfüllt. Und dass du auf dieser Welt bist, um deine Herzenswünsche, deine Talente zu leben. Das ist nicht einfach nichts. Und wenn man diese Verantwortung einmal in sich trägt, dann macht das was mit einem. Und heute durch Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, also ich danke diesen Menschen. Es ist einfach bewiesen. Es ist bewiesen, dass unser Umfeld uns ständig beeinflusst. Also schau mal, wo lebst du? Fühlst du dich wohl mit den Menschen, mit denen du bist? Das wirkt einfach ständig, jeden Moment auf uns. Und mein Job ist es, und dafür schlägt mein Herz, einerseits diese guten Nachrichten zu den Menschen zu bringen, dich einfach liebevoll zu begleiten, zu inspirieren, natürlich die Menschen auszutesten. Ich habe jetzt seit einiger Zeit diese Skype-Beratungen. Es ist wunderschön, weil ja jetzt der Online-Kurs draußen ist. Und natürlich begegne ich auch den Menschen direkt in meiner Praxis. Und das ist es, was meine Aufgabe ist. Und wenn die Menschen dann in ihre Selbstermächtigung kommen und in ihre Kraft kommen, es gibt nichts Schöneres, als das zu erleben, und da freue ich mich dann einfach total. Und jetzt sind wir so in der Einleitung einmal so durch. Ja, also was ist dein Ziel für 2020? Das würde mich interessieren. Also gerne Menschen, die in der Sendung sind, ihr könnt gerne mit mir plaudern. Wenn ihr Fragen habt, stoppt mich einfach in meinem Redefluss. Und was ist vor allem der nächste Schritt? Und was mich so berührt,
ist das tiefe Wissen, dass es keine Trennung gibt. Alle, die wir jetzt hier miteinander schwingen, sind wir in einem Feld und das Feld wirkt. Und dieses Getrenntsein, das sind alles nur Programme. Auch dieses ständige Bewerten des Lebens auf gut und schlecht, das sind alles nur Programme. In Wirklichkeit haben wir jetzt, wir haben den jetzigen Zeitpunkt. Es gibt immer nur das Jetzt, der das Morgen kreiert. In der Vergangenheit dürfen wir vergeben, wir dürfen umarmen, wir dürfen auch verstehen, warum sind manche Dinge passiert. Ich glaube an Reinkarnation, ich glaube an Wiedergeburt. Ich weiß nicht, wie oft erlebt, dass durch einfache Blütenessenzen oder Licht- und Tonessenzen, die auf Schock aus ihrem Leben ja eingeschwungen sind, Beschwerden weggegangen sind bei Tieren, bei Babys. Also wenn das ein erwachsener Mensch ist, dann kann ich noch sagen, okay, Placebo-Effekt. Ja, wir wissen, dass es den Placebo-Effekt gibt. Wenn das aber bei Babys und Tieren passiert, dass chronische Probleme durch ein paar Schwingungsessenzen sie aufheben, weil eine Panik oder ein Schock aus einem anderen Leben aus dem Energiekörper, sage ich mal, gelöscht wird oder wie ich immer mal es ausdrücke. Ich finde gar keine Worte dafür, aber es geschieht ganz einfach. Und ich mittlerweile glaube ich auch daran, je bewusster wir werden, je mehr wir mit unserer eigenen Seele in Verbindung sind, umso mehr wissen wir einfach, was ist eine alte Verbindung und vielleicht kennst du das. Kennst du das, dass du einen Menschen triffst oder hörst und du sagst, boah, du bist mir so nah, ich kenne dich. Ja? Wenn du jemanden umarmst, du spürst sofort, ob da eine Erinnerung ist. Und das ist wunderschön. Und es gibt aber auch die Menschen, die treffen wir und die regen uns auf und die machen uns emotional. Was für eine Riesenchance. Ja? Und die Stille und das sich erinnern ist das Thema. Das ist der rote Faden, auch bei unseren Sendungen. Also, dass du vielleicht nach dieser Sendung dann weißt, okay, da möchte ich hin, das ist mein nächster Schritt. Und ich möchte gerne schauen, ob es Fragen gibt, dann würde ich auch gerne das Lied Ich erinnere mich als nächstes einspielen und vielleicht auch die Tünde fragen oder den Klaus, ob es einen Impuls von eurer Seite jetzt gibt. Ja, hallo. Also ich wollte auf jeden Fall mal nachfragen, das habe ich schon mal gehört in deiner Sendung von letztem Mal, glaube ich, wo du sagst, es gäbe ja dieses Gerät, die genau anzeigt, welche Meridian bzw. welcher Meridianpunkt blockiert ist. Also da hätte ich auch irgendwie gerne ein bisschen mehr Info gehabt. Finde ich sehr, sehr interessant. Und sonst bin ich ja sehr stark halt bei dir. Also selber mache ich ja auch Shiatsu und da geht es auch um die Meridiane, um die Energiepunkte und natürlich darum, dass die Energie halt frei fließen kann. Und ja, das, also ich finde das halt sehr, sehr schön, wie du das erklärst. Und ja, vielleicht kannst du drauf ein bisschen eingehen auf dieses Gerät, ja. Oh, schöne Frage. Danke dir. Ja, also ich am liebsten hätte ich ja die TCM wirklich studiert. Und da würde ich dann ja ins Ausland gehen. Damals hatte ich eine kleine Tochter und natürlich gar nicht die Zeit. Und habe auch gewusst, es ist jetzt eben nicht unbedingt eine Therapie wie Shiatsu oder Tuina oder Bobentechnik. Und ich liebe Shiatsu. Also ich gehe regelmäßig Shiatsu. Ich bin so dankbar für all diese Körpertherapeuten, die berühren, und das ist so ein Zauber, einen Punkt zu berühren und der Meridian beginnt zu fließen. Was bei mir halt nicht geklappt hat in meinem Leben, ist, dass mich jemand anderer dann dauerhaft gesund macht. Ich hatte nach solchen Behandlungen dann immer einige Zeit, ging es mir gut, und dann kamen die Beschwerden wieder. Und da kommt halt meine Art, Meridiane zu deuten, ins Spiel. Und da lade ich auch alle Leute ein, die mit Meridianen arbeiten, Meridianbotschafter zu werden. Ich würde gerne eine Welle auslösen, dass Menschen, die mit Meridianen arbeiten, die anderen Menschen, die quasi kommen und sich verwöhnen lassen, wirklich so ein bisschen anstupsen und sagen, du, da steckt noch was dahinter, noch viel, viel mehr als, wie gesagt, Essen, Atmen, Bewegen, nämlich ein großes Bewusstseinsfeld, ein Potenzialfeld. Die Firma Remedy kommt aus Holland und die haben viele, viele Jahrzehnte geforscht,
Wie wirkt Licht, Schwingung und Ton, Obertöne auf unseren Energiekörper? Und das Gerät misst an den Anfangs- oder Endpunkten an Händen und Füßen den Meridian. Und es ist wirklich rein auf die TCM und das ayurvedische Wissen ausgerichtet. Das heißt, dieses Gerät beinhaltet die Chakra-Lehre und die Meridianlehre. Und ich habe damals schon viele, viele Ausbildungen gehabt. Also ich habe spirituelles Heilen, also ich war sehr in dieser spirituellen Ebene. Und ich sage heute, mir hat so die Erde gefehlt, die Erdung, auch das Futter für den Verstand. Unser Verstand ist wichtig. Ich bin gar nicht der Meinung, dass das irgendwie belastend ist, sondern der zeigt uns einfach nur unsere Programme auf und der Verstand darf ein guter Freund werden. Und ich weiß noch, meine erste Meridianmessung, ein lieber Freund hat mir erzählt, du, da gibt's ein Gerät, der Mensch kann dir alles sagen und zeigen. Das dauert nur ein paar Minuten. Du gehst eine Sekunde auf den Punkt. Das ist eine Hautwiderstandsmessung mit 77.000 Herzfrequenzen. Also bei der Bioresonanz messen wir circa 5.000 Herzfrequenzen. Ich sage jetzt auch das, was ich von meiner Firma weiß, ja. Und da messen wir 77. Also ich sage immer, wie ein EKG. Ja, also wir messen den Energiekörper und wir bekommen am Computer verschiedene Grafiken. Es ist wie wenn du in ein Haus hineingehst und ich sage immer gerne, jetzt sind wir so im Vorzimmer, da sehen wir den Energiefluss, wir sehen linke, rechte Körperseite, dann haben wir noch die Küche, das ist das Yin und Yang. Ich bin immer gern so ganz mit einfachen Worten. Da sehen wir die Diskrepanz. Also ich kann euch zum Beispiel sagen, wir haben jetzt links und rechts haben wir die Meridiane und auf der rechten Seite widerspiegelt sich, wie wir in unsere Aktivität leben, wie wir in unser Tun gehen, ja, alles, was Yang beeinflusst, Reden, Aktivität, Denken und Yin ist dann, wie wir fühlen, ja, ob wir genügend in die Stille gehen, ob wir auch wirklich zur Ruhe kommen im Leben. Und jeden Meridian gibt es linke, rechte Körperseite. Und da sehe ich dann genau, wo gibt es Diskrepanzen. Und wenn die Diskrepanz über 70% ist, von links auf rechts, und das sieht man in Signalfarben, also die Leute sehen auch wirklich dann in Rot, aha, bei 5 oder 7 Messungen blockiert mir diese Energiebahn. Und dann gibt's halt das Thema noch dazu, ja, das emotional-psychologische Thema. Und du brauchst dann eigentlich gar nichts sagen, weil die Leute wissen genau, sie wissen es ja eh schon oft, aber durch dieses Sehen und auch durch die Erfahrung, ich sage jetzt ein kleines Beispiel, jemand hat nicht gelernt, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Da sind wir beim Solarplexus, bei Leber-Galle von den Meridianen her und hat dadurch irrsinnig viel Kränkung und Wut in sich, weil wenn wir nicht Nein sagen können, sagen wir dauernd Ja und irgendwann werden wir wütend, weil die anderen oft sehr wohl Nein sagen und Grenzen setzen. Und dann gebe ich diesem Körper eine Licht- und Tonakupunktur und jeder einzelne Meridian antwortet mir und erzählt mir sozusagen auch seine Geschichte, weil wenn ich als Kind jedes Mal Schmerz erlebt habe, wenn ich wütend war, wenn ich meine Emotionen rausgelassen habe, dann werde ich ein Programm in mir tragen, dass ich das einfach nicht tue. Es passiert nur dann, wenn der Lebensdruck schon so groß ist und jeder von uns kennt es, wenn die Bombe explodiert. Ein falsches Wort, ein falscher Blick und plötzlich geht diese Welle los. Frauen kennen das besonders gut. Es gibt auch Männer, die das machen, aber die Männer sind da anders gebaut. Die haben ganz andere Themen. Also es war hochspannend und auch Kinder zu messen und zu sehen, ah, dieses Baby hat einen komplett freien Energiefluss und ab dem ersten Lebensjahr hat es plötzlich die Bilder, die Prägungen, die Verhaltensmuster der Mama ganz stark im Feld. Und das kann man eben alles sichtbar machen. Und ich habe dann eine Art sozusagen digitale Apotheke mit Licht und Oberton und ich helfe der Zelle, ich helfe dem Menschen, etwas zu erinnern wieder. Also man kann dann wieder Schritt für Schritt lernen. Also ich merke, die Leute tun sich einfach leichter, wenn wir mit Licht- und Obertonakupunktur arbeiten. Es gibt natürlich ganz, ganz viele wundervolle andere Werkzeuge. Die Firma iHealth hat jetzt wirklich was entwickelt, was mich sehr, sehr freut, weil so ein medizinisch-technisches Gerät
ist sehr, sehr teuer. Das kauft man sich wirklich nur, wenn man damit arbeitet. Und mittlerweile gibt es einen iPen. Also wer da Interesse hat, melde dich bei mir. Der ist dann in Verbindung nämlich mit meinem Hauptcomputer. Und du kannst zu Hause mit einem einfachen Stift und einer App deine Meridiane messen. Und da sage ich, sind um die 1.000 Euro nicht viel Geld. Du kannst dir die Licht- und Tonakupunktur selber geben. Du bist über eine Cloud verbunden. Also da ergeben sich gerade Möglichkeiten, auch für Therapeuten und ihre Menschen, weil es geht ja darum, wie gut fließt die Energie Tag für Tag, Moment für Moment. Wir halten das wunderbar aus, wenn einmal kurz die Meridiane blockiert sind. Aber in meinen Messungen, es hat mich zutiefst erschüttert. Ich habe kaum einen Menschen sagen können bis jetzt, wow, du hast einen super Energiefluss, mach weiter so. Die meisten haben einen absoluten Yin-Mangel, wir genießen zu wenig, wir kommen nicht zur Ruhe. Und das löst natürlich irrsinnig viel aus, ob das körperlich ist, ob das psychosomatisch ist, also schaut in die Welt hinaus, was da los ist. Und es geht um die Eigenverantwortung und es geht um diese Selbstermächtigung, sich daran zu erinnern, dass wir diese Größe haben. Und dann arbeiten wir halt so in Abstand von, ja, 2 Monaten, gar nicht so nah. Die Leute dürfen zu Hause arbeiten. Ich gebe ihnen viele Werkzeuge mit, und zwar sehr einfache Werkzeuge. Weil es mir darum geht, ich gehe Shiatsu, liebe Tünde, zum reinen Lebensgenuss. Ich schenke meinem Körper jede zweite, dritte Woche eine wunderschöne Shiatsu-Behandlung zum Genießen. Ja, und das ist schon nochmal was anderes, als wenn man mit Beschwerden wohin geht oder wenn man sich das schenkt. Ja, hast du noch Fragen dazu? Ja, hallo, hast du sehr schön ausgeführt. Ja, also es ist so, wie du sagst, Shiatsu ist es zum Genießen einfach auch da. Und du hast recht, ich sage das auch immer jedem, der zu mir kommt, dass ich den Heilenergie anrege. Ja, und genau so ist es. Es hat ja einen Grund, warum dieser oder jener Punkt, Energiepunkt blockiert ist. Und wenn das Thema nicht gelöst wird, dann kommt die Blockade wieder, so wie du das gesagt hast. Genau so ist es. Und deswegen muss man da viel, viel tiefer arbeiten. Aber Shiatsu zum Genießen und auch, dass man die Beschwerde danach schon weniger sind. Und dann kann man drüber nachdenken, Moment, was ist da los? Warum blockiert das immer wieder? Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Also wie gesagt, und es gibt ja, ich kenne ja genügend Shiatsu-Therapeuten und auch viele, viele andere Körpertherapeuten. Es natürlich werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, wundervollerweise. Ja, also das ist, ich liebe es, wirklich diese Co-Kreation. Ich bin nicht alleine, ich habe ein Netzwerk in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz wächst es. Das heißt, es geht immer darum, was ist einfach der nächste Schritt. Der eine Körper braucht jetzt gerade Antioxidantien, ja, oder er braucht ganz gewisse Stoffe auf der physischen Ebene. Wenn wir dann ständig nur geistig arbeiten, dann ist das nicht richtig. Ja. Der andere Körper, der hat schon tausende Nahrungsergänzungen, aber der Bewusstseinsschritt ist noch nicht gemacht. Der nächste braucht einfach nur Bewegung, denn sein Leben ändert sich komplett, wenn er 3-mal in der Woche in den Wald geht. Und das ist halt das Schöne bei dem Abfragen, wie ich es mache nach der Huna-Lehre. Ich frage über den Selbstheiler ab. Ich arbeite verdeckt mit Karteien. Das heißt, Schrift ist Information. Das wissen wir. Und ich habe für alles eine Kartei, für die Wirbelsäule, für die Darmflora, was es nur so gibt. Ja, also, oder auch sehr individuell. Jeder Mensch darf ja individuell betreut werden. Und das ist oft wirklich so schön, wenn man so sagen, du, diese Schritte sind jetzt angesagt und es kommt nicht von mir. Ich bin nicht derjenige, der dir diesen Rat gibt. Ich darf dein Körperwissen, deine Körperweisheit fragen. Und das ist natürlich fantastisch. Und ich lade euch jetzt ein auf eine Yin-Pause. Und die Idee ist, während du dieses Lied hörst, atmest du ganz, also mach dir es wirklich jetzt gemütlich und nimm ganz lange, tiefe Atemzüge. Stell dir vor, wie dieser Atem bis in die Zehenspitzen, bis in die Fingerspitzen hineinfließt, wie er sich ausdehnt über die Haut, wie du diesen Genuss, diese Kraft, ja, auch des Liedertextes, wie du das in dich einfließen lässt und wie auch deine Ahnen,
die gesamten geistigen Helfer, alles, was um uns ist, weil es ist so viel mehr um uns, als wir glauben. Nimm dir die paar Minuten Zeit und atme tief, während wir "Ich erinnere mich" hören. Und ich bin mit euch dabei und lasst uns mal dieses Feld aufbauen, der Kraft und der Weite und des Geführtseins. Lieber Klaus, bitte, danke. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Kraft tief in mir. Ich erinnere mich, um zu lieben bin ich hier. Ich erinnere mich an das Licht in mir, das ich mir jetzt schenke und zugleich auch dir. Ich erinnere mich, wir wollten alles erleben. Ich erinnere mich, das war unser Bestreben. Ich erinnere mich, und es ist jetzt an der Zeit, neu geboren zu werden. Ich bin bereit. Kennst du das Gefühl? Alles ist weit und still. Kennst du das Gefühl? Tief in mir. Ich erinnere mich, um zu genießen bin ich hier. Ich erinnere mich an das Licht in mir, das ich dir jetzt schenke und zugleich auch mir. Ich erinnere mich, wir haben uns versprochen, uns jetzt zu begegnen, um Neuland zu erschaffen. Ich erinnere mich und ich lebe meinen Traum. Liebe mich ins Leben, durch Zeit und Raum. Kennst du das Gefühl? Alles ist weit und still. Kennst du das Gefühl? Wenn die Erinnerung dich umarmen will, dich umarmen. Es ist an der Zeit, die Tore sind offen und weit. Versöhne dich, versöhne dich. Es ist an der Zeit, die Tore sind offen und weit. Ich versöhne mich. Ich versöhne mich. Ich versöhne mich. Spüre das Gefühl. Alles ist weit und still. Spüre das Gefühl. Wenn die Erinnerung dich umarmen. Dich umarmen will,
dich umarmen will, dich umarmen will. Ich spüre das Gefühl, alles ist weit und still. Ich spüre das Gefühl, ich erinnere mich. Und zurück sind wir. Ich erinnere mich. Ja, und die Umarmung. Tolles Lied. Und da dürfen wir alle mal ein bisschen mehr hinspüren und auch das Leben oder das Lernen wieder zu leben für den einen oder anderen und sonst immer mehr leben dürfen. Ja, habt ihr geatmet mit mir? Habt ihr es gespürt, dieses Yin, wenn es so tief reinfließt? Also ich liebe das schon, das habe ich vorher nicht fertig gesprochen. Ja, also vor 10, 20 Jahren war das alles noch so ein, da war noch so ein Fragezeichen. Immer wieder, wenn man dachte, wow, ob das alles stimmt, was ich da denke. Ja, ich bin gesund geworden. Ja, die Menschen werden gesünder. Aber ob das nicht einfach nur verrückt ist, und deswegen finde ich die Epigenetik so fantastisch. Also ich kann euch echt nur sagen, wer auf der Suche nach Antworten ist für den eigenen Körper, für die eigenen Beziehungen oder für den eigenen Beruf und die Berufung, die Antworten sind in dir. Ja, es braucht nur jemand, der dir hilft, das rauszulocken. Und wenn man das so hört, ja, ich erinnere mich an die Kraft tief in mir. Ich erinnere mich, um zu lieben bin ich hier. Wie sind wir unterwegs, wenn wir frisch verliebt sind? Wow, da können wir Bäume ausreißen, da brauchen wir nichts zum Essen. Der Bruce Lipton hat ein Buch geschrieben, der Honeymoon-Effekt. Ja, wir dürfen uns wieder in unser Leben verlieben. Klaus, ich weiß, du liebst dein Leben und springst in der Früh aus dem Bett und freust dich auf Okidok. Du lebst deine Berufung da total, das weiß ich. Und viele, viele Menschen in meinem Umfeld leben auch so freudig, dass ich mir manchmal denke, ja, die Welt ist schon wunderschön. Und wenn viele, viele, viele Menschen glücklich sind und sich selbst lieben, dann entwickeln wir die Fähigkeit, noch mehr andere Menschen zu lieben, die Erde, dieses wunderbare Wesen wieder zu beschützen, zu behüten. Ich habe gestern erst Aufnahmen gemacht. Es wird ja auch einen veganen Kochkurs geben mit den besten, mit der Hausmannskost, die ich so ganz, ganz toll finde. Und da habe ich Nudeln gekauft von einem Bauern in meiner Umgebung. Das hat mich tief berührt. Der schreibt in seinem Folder, dass er nicht nur Landwirt ist und Landschaftsgestalter. Ja, lasst es einmal sinken. Er sieht sich als Landschaftsgestalter, sondern dass das Umfeld, in dem die Pflanze wächst, dass die Pflanze nimmt die Energie auf des Umfeldes, also wie wir Menschen, und schenkt uns dann besonders viel Energie, oder eben, wenn das Ganze in extremer Monokultur und nur mehr maschinell passiert, da fehlt etwas. Und ich war so berührt über diese Familie, die sagt, da steckt ja viel, viel mehr dahinter, das ist alles ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Essen dann mit viel Liebe gekocht wird und die Produkte mit Liebe angebaut worden sind, dann passiert natürlich in unserem Körper was anderes. Und dann kann man schon in der Früh aufstehen und sich einfach auf diesen Tag freuen und sagen, ja, der Weg ist das Ziel, jetzt ist total wichtig, genau jetzt entsteht die Zukunft, genau jetzt ist es wichtig, präsent zu sein. Also mich würde interessieren, wo stehst du jetzt gerade? Was würdest du gerne verändern in deinem Leben? Vielleicht darf ich dir auch einen Tipp geben für jemanden, der in der Sendung ist, oder ihr funkt mich persönlich an. Mittlerweile ist es wirklich schon passiert, dass sich auch Leute von Okidok melden, was mich besonders freut, weil ich schon so lange hier auf der Plattform immer wieder bin und die Leute auf die Radiosendung mich anschreiben und wir ja in Verbindung gehen. Und
Das Wichtigste ist einfach, und ich nenne das immer die 4S-Regel oder die 5S, wenn man es genau nimmt. Zuerst kommt, ganz einfach, und ich kann es gar nicht oft wiederholen, die Selbstverantwortung. Ich nehme meine ganze Kraft zu mir zurück. Ich übernehme für alles in meinem Leben Verantwortung. Ich bin Teil dieser Geschichte in meinem Leben. Und wenn ich die Selbstverantwortung übernehme, dann passiert eine neue Wahrnehmung. Ich werde anders wahrnehmen. Ich werde dadurch die Selbsterkenntnis in mein Leben holen. Wenn ich weiß, wie mein Geburtsdatum wirkt, wenn ich weiß, was ist meine Lebensaufgabe. Ich sage immer so schön, wir können da drüben als Seelen auf dieser anderen Seite nicht eine Bestellung, ja, wir brauchen eine Bestellung, wir inkarnieren und dann sagen wir, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ja, ich söhne mich jetzt einfach nicht aus. Deswegen ist ja auch in diesem Lied, ich erinnere mich, das Thema Versöhnung drinnen. Es gibt nichts Anstrengenderes für einen Körper als diesen Groll, dieses emotionale Geröll in uns ständig. Ich war zuerst auf meine Familiensituation wütend, dann war ich auf die Menschen wütend, dann war ich auf die Menschheit und die Welt wütend und vor lauter Wut, die ich ja niemals gelebt habe, weil ich konnte eine Maske aufsetzen und fröhlich sein und innerlich hat es mich zerfressen. Und irgendwann habe ich verstanden, das schadet mir, aber Punkt eins, mir. Und Vergebung ist so ein riesengroßes Geschenk und das passiert in der Selbsterkenntnis, in dieser Wahrnehmung. Ich sage zu den Leuten immer, das Erste, was wir tun, beobachte deinen Körper, wann wird er eng, wann verändert sich dein Atem und wann ist er weit und entspannt. Und viele Menschen sind dauerangespannt, vollkommen dauerangespannt. Die wissen gar nicht wirklich, was gute Entspannung ist. Also Schlafprobleme sind dann auch schon so ein Anzeichen, wenn man nicht mehr schlafen kann, dass der Körper schon gar nicht mehr abschalten darf und kann. Und ich habe Jahrzehnte gar nicht gewusst, was Gelassenheit ist oder was 100%, wie sich ein Energiefluss anfühlt mit 100% Energie. Ich habe wirklich 4 Jahre gebraucht, bei meinem Gerät sichtbar gemessen, bis ich endlich ein Leben hatte, wo auf diesem Messwerte stand, dass da genügend Energie fließt. Ich war damals nicht krank. Also wir haben diese Werte schon Jahrzehnte, bevor oft eine Krankheit oder ein psychisches Thema auftritt, in unserem Energiefeld. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wir halten, also unser Körper hält unendlich viel aus. Ich kann euch sagen, ich habe Spannungen von linke, rechte Körperseite messen dürfen mit 800%. Das sind diese Schlaganfallwerte. Ich durfte viele kranke Menschen auch messen. Da sitze ich da und staune, wie wir sowas aushalten. Und ich habe schon oft in den Sendungen erwähnt und ich erwähne es bewusst immer wieder. Ich habe so viele Pensionisten getroffen, die gesagt haben, wie kann es sein, ich war mein Leben lang gesund, dass ich jetzt solche schweren Diagnosen bekomme, weil unser Körper so lange für uns durchhält. Und wer wirklich für seine Gesundheit was tun will, hört euch diese Sendungen an über die Meridiane. Ja, da könnt ihr so viele Antworten auch finden. Die sind alle im Archiv. Und aus dieser Selbsterkenntnis und der neuen Wahrnehmung, die ja passiert, wenn wir uns beobachten, kommt dann automatisch die Selbstheilung. Weil es geht ja darum, in dem Moment, wo ich in diese Anspannung gehe, du hast ja dann Werkzeuge über den Atem, über kurze Yin-Pausen, über dein Bewusstsein, sofort die Energie wieder zu drehen. Die Chance haben wir ja in jedem Moment. Also wenn ihr euch das so vorstellt, die Zelle, egal an was sie erkrankt ist, dein Körper braucht zuerst dieses Gefühlte, wie fühlt es sich an, wenn ich gesund bin? Ja, dass du es wirklich, wirklich zelebrierst und spürst. Es gibt so eine wunderschöne, also ich nehme Meditationen auf und ich nenne das immer an Eibia pur, weil ich erstens individuell für Leute die Meditation aufnehme, aber auch selber meditiere und dann spreche und immer mir bewusst bin, dass wir jetzt in Verbindung sind. Wenn du meine Meditationen hörst, dann habe ich mich sowas von bewusst mit dir verbunden. Es ist alles, es wird immer in der Ich-Form gesprochen, damit es ganz tief reinfließt. Und da staune ich, wenn du dir einmal am Tag diese 15 Minuten, ich bin gesund, du siehst es, du fühlst es, du schmeckst es.
ein Grinsen steigt dir auf, dein Körper wird heiß. Das ist magnetische Kraft. Da passiert was in unseren Zellen. Meine, wie gesagt, Joe Dispenza hat es bewiesen. Du bist das Placebo. Er hat Meditation über Jahrzehnte bei den Menschen gemessen. Er hat wirklich mit wissenschaftlichen Geräten gemessen, dass wir uns gesund denken und fühlen können. Stellt euch das einmal vor. Also man, viele auf Radio Okidok wissen das, aber ich glaube, es gibt auch immer wieder Menschen, die das vielleicht noch nicht wissen. Ja, ein Gedanke ist von seiner Frequenz her elektrisch. Und es ist wie ein Pfeil, den wir nach draußen schicken. Und warum funktioniert positiv denken nicht? Wir wären ja alle schon Millionäre, viele von uns, weil wir so positiv denken. Ja, weil wir das Yin dazu brauchen. Positives Denken ist besser als negativ denken. Das einmal auf jeden Fall. Aber es ist einfach ein Tanz von Yin und Yang. Und wenn ich diesen Gedanken habe und mein Gefühl dazu gleich schwingt, das Gefühl ist magnetisch, deswegen ist Fühlen so was Schönes. Wer wird nicht gern berührt oder berührt sich gerne oder fühlt die Wärme, fühlt den Wind, fühlt den Sand auf der Haut. Also wir haben ja unseren Körper bekommen, damit wir unsere Sinne genießen. Bruce Lipton sagt so schön, wir brauchen gar nicht inkarnieren, wenn wir ständig nur erleuchtet sein wollen. Wir sind hier, um zu schmecken und zu fühlen und zu genießen. Das ist das Geschenk unseres Körpers. Und das ist auch das, was ich den Menschen wieder erinnere und lerne wieder zu genießen und zu fühlen und diesen Kopf, der wunderbar ist, ab und zu echt zur Seite zu stellen, diesen Verstand. Und da tauche ich mit euch auch noch von den Meridianbotschaften als nächstes ein. Also wenn wir dann erkennen, wenn wir wahrnehmen, passiert schon die Selbstheilung, die ja wieder messbar ist, plötzlich sehen die Leute, oh, die Farbe grün hat gewechselt, der Energiekörper ist schon auf grün. Also ich rufe wirklich auch, wenn da draußen Menschen sind, wenn du gerade auf Jobsuche bist und du möchtest Meridianbotschafter oder Botschafterin werden, es ist möglich. Wir brauchen ganz, ganz viele Menschen in allen Bereichen. Ich lade dich ein, dich bei mir zu melden. Und was dann passiert, ist wirklich die Selbstliebe. Also wer mich kennt und von früher kennt, ja, die Leute haben immer gesagt, du strahlst immer, stimmt gar nicht, man zeigt sich halt gerne im Strahlen. Ja, aber in Wirklichkeit bin ich liebe es, mal traurig zu sein. Ich kann total authentisch, grantig und wütend sein, weil kurzfristig solche Gefühle einfach zum Leben gehören. Es gibt vieles, das mich in dieser Welt richtig stört, aber ich weiß, ich kann es nur ändern, wenn ich einmal zuerst gesund bin in allen Bereichen und wenn ich dann mit Menschen gemeinsam sage, okay, wollen wir gemeinsam was verändern? Und da geht es natürlich auch um das Thema finanzielle Gesundheit, auch das Thema Finanz und Geld ist ja völlig erkrankt. Und auch da ist Heilung möglich. Ja, es gibt immer Möglichkeiten, einen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn die Selbstliebe dann fließt, und ich kann immer nur für mich sprechen und für meine Erfahrungen, das ist halt einfach so, dass ich dann mit so einer Freude in der Früh aufwache und dann kommt gleich einmal das Wasser und dann kommt die Zähne putzen, Öl ziehen und dann geht's los mit einer wunderbaren Chi-Suppe und dann massiere ich meine Meridian Anfangs- und Endpunkte und bedanke mich. Danke, du wunderbarer Körper, dass du heute wieder voll für mich arbeitest, ja, dass die Zellen neu gebildet werden. 50 Millionen Zellen werden in der Sekunde kopiert. Stell dir das vor. Und ich sage das fast jede Sendung, stell dir es jetzt vor, dass jede Sekunde, nämlich jetzt und jetzt und jetzt, 50 Millionen Zellen sich kopieren. Was bedeutet das? Dass alle Giftstoffe, alle Schlacken, Elektrosmog, energetische Belastungen immer mitkopiert werden. Das ist das Ergebnis einer chronischen Beschwerde. Und erst wenn ich dann neue Impulse in meinen Körper gebe, heilende Nahrung, heilenden Atem, dann passiert es, dass ich das verändern kann. Und das sind wir selbst, die das tun. Und dann macht das Leben Spaß. Ich habe immer meine Arbeit geliebt. Also ich bin ja gelernte Bäckerin und Konditorin. Ich komme aus einem Generationsbetrieb. Ich hätte den übernehmen sollen. Ich habe dann noch
Restaurantfachfrau und Köchin gelernt. Also ich war in ganz anderen Bereichen und ich erinnere mich gut, wie ich mir das erste Mal gedacht habe, so mit 20, 22, wow, ich würde gerne mal in dem Bereich Gesundheit mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich es aufgeschrieben und ein paar Jahre später, nach vielen, vielen Kursen, ich habe meine Ausbildungen, ich habe 8 bis 10 Jahre Ausbildungen gemacht, die habe ich nur aus Interesse für mich einmal gemacht. Ich war so fasziniert, wie kann ein Körper, der 15 Jahre lang krank ist, Dauerverstopfung, Dauerbeschwerden, in ein paar Monaten sich so viel besser anfühlen. Wie gibt es das? Das fasziniert mich heute noch. Ich bin für jeder Mensch, der zu mir in die Praxis kommt und mit jedem Mensch, was ich arbeite, ich sehe das volle Potenzial in dir. Und du spürst das, wenn du mit mir in Verbindung bist. Das ist einfach diese Augenhöhe, die ich sehr, sehr liebe. Und in diesen Themen, und da möchte ich mit euch noch ein bisschen eintauchen heute, weil das so oft Thema ist, das Thema Verstand und Ego und der innere Kritiker. Ich wünsche mir da auch dieses Gefühl viel mehr im Menschen zu entfachen. Wenn wir uns als Beispiel heute den Blasenmeridian hernehmen, und der beginnt bei den Augen und verläuft über den Oberkopf, dann in 4 Bahnen nach hinten über den Rücken hinunter, versorgt unser gesamter Rücken, die Muskulatur mit Energie, die Niere, die Blase. Das ist wie so ein See, der in den Körper hineingeht. Der Blasenmeridian kontrolliert die Zirkulation aller Körpersäfte. Also der hat eine riesengroße Aufgabe. Und ich frage dich, hast du eine Beziehung zu diesem Energie? Zu dieser Energie in dir. Für mich sind sie ja Potenziale. In meinem Buch Ich und Qi hat ja jeder Meridian einen Namen. Und du kannst natürlich deinen Meridian einen anderen Namen geben. Und der Blasenmeridian ist so die Prägung deiner Kindheit. Ja, diese ersten 7 Lebensjahre, auch noch Mutterleib und alles zurück. Ja, wir können heute mit meinem Gerät, kann ich ein Kriegstrauma feststellen. Es sitzt noch in den Zellen der Menschen. Und wir können dieses Kriegstrauma mit Licht- und Obertonakupunktur und einer bewussten Atmung und ganz bewussten Werkzeugen wirklich aus dem Körper. Und du wirst ruhiger sein. Du wirst plötzlich Ängste nicht mehr um dich, weil unsere Ängste sind so subtil. Ich habe keinen Krieg erlebt und auch meine Mama nicht. Und trotzdem ist dieses, war lange in meinem Leben eine totale Unruhe. Ja, ich habe viele Traumatisierungen mir angeschaut. Und Bruce Lipton, der für mich ein großer Mentor ist, sagt immer, wir haben zurzeit 3 Aufgaben. 3 große Aufgaben. Den physischen Körper entgiften. Wir brauchen nicht glauben, dass dieses Gift, das in der Erde ist, nicht genauso zu genau vielen Anteilen in uns schon ist. Unsere Körper gehören entgiftet, und zwar regelmäßig, sanft, auch immer wieder mit einer gewissen Kur. Ich habe jetzt 3 Jahre entgiftet, obwohl ich keine Beschwerden hatte. Es gibt Messgeräte, die wirklich die Zelle messen und dir punktgenau sagen, und das liebe ich an der Technik, das liebe ich an unserem jetzigen Zeitalter, die ein paar Minuten und du siehst auf einem Scan, was von deinem Kopf bis zu deinen Zehen einfach in deinem Körper los ist. Mit solchen Leuten arbeite ich zusammen, weil ich ja die Energiebahnen messe. Also ich könnte sagen, ich bin im Ursachenbereich unterwegs. Ich verändere mit Menschen die Krankheitsursachen, indem wir darüber sprechen und es wirklich die Gewohnheiten verändern und die Probleme bearbeiten. Ich habe auch Körpertherapeuten, die mit den Leuten vor Ort arbeiten. Ja, also es ist so schön, in diesem Netzwerk zu sein. Und dann kann man auch, wie gesagt, sagen, das sind ja, bei mir waren es über 80% Giftstoffe nach 20 Jahren relativ gesunden und bewussten Leben. Und wir sind halt im Alter, so ab 60, 70, kommt alles raus. Ja? Alles, was in unserem Körper ist. Also entgiften wie die Zukunftsmedizin, sagt eine wunderbare Ärztin und Freundin immer, ist Entgiftungsmedizin. Sie ist personalisierte Medizin, also wirklich dieses ganz Individuelle. Wir dürfen unsere Traumatisierungen ähnlich annehmen und in den richtigen Bereich geben. Jeder hat gewisse Traumen und unsere Glaubensmuster ändern, unsere Programme ändern. Und der Blasenmeridian hat diese Programme von Mama und Papa. Also da gibt es eine eigene Sendung. Ich werde da nicht zu tief reingehen heute, aber es gibt eben für alle Meridiane eine Sendung.
Also es fasziniert mich so. Ich habe ja ewige Unterleibsentzündungen gehabt. 15 Jahre lang ist das nicht ausgeheilt. Immer Beschwerden bis zur Krebsdiagnose. Und ich konnte zuschauen, wie ich mein Bewusstsein verändere, wie sich die Werte auf der Grafik im Gerät verändern und meine Beschwerden bis heute nicht mehr erschienen sind. Und ich habe tausende Euros ausgegeben in allen möglichen Therapien, um das endlich wegzukriegen. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, ich habe den ganzen Tag in meinem Kopf gehabt, das muss ich tun, das muss ich tun, so muss ich sein, das muss sein, der andere muss so sein. Es war ein ständiges Muss in mir und dieses Muss habe ich gewandelt und ich habe gelernt, das Jetzt total zu genießen. Über ein sehr bewusstes sich selbst beobachten, über eine schöne Atmung. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn ich Geschirr abwasche, dann säubere ich was in mir, dann höre ich schöne Musik. Ja, wenn ich den großen Ofen einheize und jedes einzelne Holzstück hineinlege, dann denke ich nach, was möchte ich denn jetzt wieder mal loswerden? Und ich bedanke mich auch bei den Bäumen. Also das ist wirklich was, wo ich sage, da hat sich so viel verändert und ich konnte zuschauen, deswegen war mein Körper ständig krank, weil ich in diesem Dauermuss, ja, das. Und das ist dieses typische Yang. Und natürlich, unsere Eltern haben wahnsinnig viel geleistet. Also ich hebe den Hut vor diesen Generationen der letzten Jahrzehnte, weil die haben einfach viel geleistet. Da gibt's nichts zu bewerten. Aber wir dürfen auch hinschauen, wie viele Menschen in der Jetztzeit im Alter sehr, sehr krank sind. Und da sage ich mit um die 40, hups, wo darf ich denn da hinschauen, dass mir das vielleicht nicht passiert, weil Garantie gibt's ja eh nie. Wir können ja einfach immer nur gut für uns sorgen. Und Gesundheitsvorsorge beginnt einfach mit 40. Mit 40 ist ein großer Teil unseres Qis einmal verbraucht und bis dorthin können wir auch wirklich Gas geben. Also bei mir war es anders. Ich habe das umgedreht. Ich mache das jetzt erst. Ich feiere jetzt das Leben mehr denn je. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann weiß, dass dieser Blasenmeridian von Mama und Papa geprägt wurde und wenn wir uns dann darüber unterhalten in einem Gespräch, ja, aber wo sind denn da die Geschenke? Und es gibt Geschenke, egal wie furchtbar deine Kindheit war. Es gibt Geschenke, wenn du in den Raum der Versöhnung gehst. Dann passiert Heilung, und zwar Selbstheilung. Und es macht riesen, riesen Spaß, diese Talente, die uns unsere Eltern geschenkt haben, zu entdecken. Und das sind wirklich Werkzeuge, ja, das liebe ich. Jetzt frage ich einmal, ob es Fragen gibt, weil ich rede ja immer dahin und mein Redefluss, ihr kennt mich ja schon. Und bin ganz neugierig, wen wir heute hier begrüßen dürfen. Wer ist denn am Mikrofon und mag vielleicht was einbringen? Guten Abend von euch. Der Alexander ist da. Dann ist der Jenne da. Noch wer am Flackern? Okay, Alexander, guten Abend zu dir und dann den Jenne. Ja, hallo in die Runde. Moin. Ich habe dir jetzt gespannt zugehört, liebe Daniela. Und ich habe mir so Gedanken gemacht zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und ich würde dich gerne mal fragen, weil es ist ja allgemein bekannt, der Körper folgt ja immer dem Geist, habe ich mir hier aufgeschrieben. Aber wenn der Geist nicht im Gleichgewicht ist, wie kann man einem Menschen dabei helfen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln? Kannst du darauf nochmal eingehen? Ja, sehr gerne. Danke für deine Frage. Also für mich ist immer die wichtigste Frage, was braucht gerade dieser Körper, diese Seele? Also ich arbeite mit Essenzen und Essenzen, wenn ich jetzt Licht- und Tonessenzen zum Beispiel hernehme und ich sage jetzt ein Beispiel, jemand ist total in der Angst, ja, dann geht es einmal darum zu sagen, okay, wie kann ich dem Menschen jetzt helfen? Gibt es Kräuter, gibt es gewisse Stoffe? Also mein Lieblingsessenz ist das milzierte CBD-Öl, im besten Fall noch mit Kurkumin gemischt. Wie kann ich den Menschen jetzt helfen, einen ersten Schritt zu gehen? Ja, weil ich bin selber am Boden gelegen, du brauchst dann irgendetwas, was dir hilft. Und das Schöne ist, dass der eigene Körper des anderen das weiß. Ja, wenn man jetzt jemand braucht, der das austestet. Und dann gibt's Impulse. Und dann arbeite ich natürlich ganz viel mit ganz kurzen Yin-Pausen. Das heißt, wenn du beginnst, 5 bis 7 Minuten, alle 2 Stunden zum Beispiel, eine kurze Meditation zu machen,
du wirst einen besseren Energiefluss kriegen. Und in dem Moment, wo du einen besseren Energiefluss bekommst, passiert etwas in deinem Bewusstsein. Das erlebe ich bei den Menschen. In dem Moment, wo sie sich in der Früh die Meridiane massieren und sie bekommen ja von mir ein Geschenk, die schöpferische Akupressur, und sie sitzen und massieren sich da den Daumen und sie hören hin und die Anaibia sagt, wow, Lungenmeridian, ich danke für meine Ausdrucksfähigkeit, ich danke für meine Fähigkeit, ich bin Autor meines Lebens, ich erschaffe ständig, du lenkst dir sofort dein Bewusstsein auf was anderes, du nimmst den nächsten Finger in die Hand und massierst ihn, und dem Zeigefinger ist unsere Handlungsfähigkeit, die männliche Energie. Das heißt, es passiert ja schon was in dem Moment, wo wir uns entscheiden, ich möchte einen Schritt gehen. Und all diese kleinen Tools, die ich dann weitergebe, weil ich liebe es eben den Leuten, ich sage so ein schönes Beispiel, du kannst etwas verkaufen und hoffen, dass die Menschen immer wieder zu dir kommen und dir das abkaufen, oder du kannst ihnen lernen, selber das zu tun. Und gerade wenn es um das Thema Gesundheit und Bewusstsein geht, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das den Menschen zur Verfügung geben, dass sie möglichst schnell in eben ihre Selbstermächtigung kommen. Das heißt, ich schaue mal, was braucht dieser Mensch? Und das ist natürlich individuell und persönlich. Es gibt einige Dinge, und ich habe momentan ein gratis Online-Webinar, und das werde ich auch immer herschenken. Das sind 1,5 Stunden Energiekörper-Online-Seminar, Webinar. Das findet ihr auch, glaube ich, auf unserer Seite, ist der Link dorthin, und da beschenke ich die Menschen. Und das Webinar heißt, wie du in 7 Tagen die Kraft und Liebe in dir erwächst. Und bis jetzt ist es wirklich so, da gibt's Musik, da gibt's einen Morgen-, einen Nachmittags- und einen Abendimpuls von mir. Und 7 goldene Regeln, die man ganz einfach anwenden kann. Und ich weiß, wenn das jemand macht, dann passiert in 7 Tagen etwas. Und dann ist schon dieser erste Schritt getan. Und dann baust du auf. Nächster Schritt, nächster Schritt. Und so könnte das funktionieren. Also es ist halt immer die Frage, mit wem man schwingt, weil es gibt eben so viel zur Zeit. Ja, aber ich gehe wirklich so vor, dass ich den Leuten ganz viel Werkzeuge gebe und natürlich schaue, braucht der Körper gerade Unterstützung. Weil wenn du einen völlig energieleeren Körper hast und geistig und emotional echt am Boden liegst, dann ist es wichtig, dass du dir diese Hilfe vergönnst. Wie, ja, vielleicht sagst du mir, ob das für dich stimmig ist. Ja, also da, ich kann dir da nur zustimmen. Und auch in dem, was du über dich selbst gesagt hast, möchte ich nicht ins Detail gehen, aber da finde ich mich in vielen Dingen, finde ich mich selber wieder. Ja, danke erstmal. Danke dir. Dann begrüßen wir den Jenne. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo Daniela. Ich habe eine Frage. Du sagtest gerade zu diesem Entgiften. Und könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen zu erzählen, wie das aussieht? Also körperlich und geistig entgiften? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich muss ja da echt gestehen, ich bin sehr produktfaul in meinem Leben gewesen. Ich habe sehr früh gelernt, der Geist formt alles und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich habe meinen Körper nicht wirklich viel entgiftet. Ich wollte keine Kapseln nehmen. Ich war wirklich faul und bin auch sehr gesund gewesen. Und wie ich da vor 3 Jahren diesen Zellscan gemacht habe und mir diese liebe Ärztin sagt, du hast bald 90% Giftstoffe, deine Filter sind geschlossen, auch wenn du jetzt nichts spürst, du wirst Probleme kriegen später, konnte ich es anfangs nicht glauben. Und sie hat mir dann ein schönes Beispiel gegeben, weil ich gesagt habe, du, ich arbeite mit den Meditationen und ich esse so gesund und ich tue Neumondfasten und wie kann es sein? Und sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, was wir da alles einatmen und was wir da ein Leben lang jetzt zu uns genommen haben, hat einfach Konsequenzen. Und ich erkläre dir das, stell die Mülltonne, stell deinen Restmüll bitte vor die Tür und dann meditierst du den Restmüll weg. Wenn du das schaffst, wenn du die Tonne einfach wegmeditierst, dann glaube ich dir, dass du physisch mit Produkten nicht entgiften musst. Wenn du das nicht kannst, dann genauso ist es im Körper. Also wir brauchen einen Träger für die Giftstoffe. Ich zum Beispiel hatte ganz viel Schwermetalle in meinem Gehirn. Ich habe vor 20 Jahren über 20 Amalgamplomben rausgebohrt bekommen und nicht geschützt. Das heißt, ich habe ganz viel Gewächs über meinem Körper. Ich habe Kronen in meinem Mund gehabt, wo Metalle drunter waren. Also man konnte zum Beispiel feststellen, dass immer wenn ich
ein paar Wochen entgiftet habe, über die Zähne, über diese Nervenbahnen, diese Giftstoffe wieder aufsteigen. Also wir haben das sehr, sehr genau angeschaut, weil ich einfach gesagt habe, ich will auf jeden Fall gesund bleiben in meinem Leben. Das steht an erster Stelle. Und ich schaue dann immer, was passt jetzt für den Menschen gut. Das eine ist die körperliche Entgiftung. Dazu gibt es wundervolle Möglichkeiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten zu entgiften, dass ich eigentlich den Menschen dann immer frage, du, was kannst du dir denn vorstellen? Kannst du dir vorstellen, ab und zu eine Leber-Gallen-Reinigung zu machen? Kannst du dir vorstellen, ein Produkt zu nehmen? Also Chlorella, Spirulina, wissen wir. Ich habe mit Chor gearbeitet. Das ist eine Entgiftungsmischung aus kaltgepressten Samen. Das war für mich vollstimmig. Natürlich auch mit grünen Smoothies aus dem Garten. Aber die nehme ich halt, wenn die Jahreszeit stimmig ist. Ich habe dann natürlich diese Detox-Bäder über die Füße gemacht, so einmal im Quartal. Und ich habe mir vor allem angeschaut, mit was, worauf bin ich noch giftig im Leben? Bei mir war es lange das Geldthema und das System. Also wenn man sich vorstellt, jede Sekunde Widerstand, ein Tropfen Säure. Die Säure lässt der Körper natürlich nicht ins Blut, das wird man nicht überleben. Die winzig kleinen, aber so winzig kleinen Purinkristalle werden abgelegt in den Arterien, in den Gelenken, in den Muskeln, im Bindegewebe, auch die Giftstoffe, also im Bindegewebe. Ich habe mir so TCM-Rollen besorgt, wo ich den Körper, das Gewebe rolle. Dazu berichte ich auch immer wieder auf meinen guten Nachrichten, wie kann man den Körper so mit einfachen Dingen verändern. Und ich staune, Jenne, ich habe jetzt 3 Jahre echt sanft entgiftet. Ja, das kostet vielleicht 4 Euro am Tag oder so und ab und zu ein bisschen mehr. Mein ganzer Körper hat sich verändert. Mein Gewebe, mein Bindegewebe. Ich habe einen neuen Körper bekommen. Und es gibt diese Hardcore-Geschichten. Dann gibt es natürlich das Fasten. Ja, ich bin so ein Typ. Ich habe 2-mal heil gefastet, 8 Tage. Ich nehme so extrem ab. Jetzt bin ich eh schon so leicht. Für mich ist das Neumondfasten und dieses sanfte Dauerentgiften viel, viel besser. Ja, und ich kann es halt auch selber abfragen. Ich kann meinen Körper fragen, hey, was brauchst du? Und das ist ja auch das, was ich den Menschen lerne. Es ist ja nicht nur so, dass ich das für die Leute austeste, sondern sobald jemand Lust hat oder sobald sich eine Gruppe von Leuten ergibt, komme ich vor Ort und ich lerne den Menschen, wie kannst du das austesten für dich, deine Kinder und deine Familie? Mit der Karteis oder mit nichts passiert, weil sobald wir etwas denken, wenn ich mir denke, oh Gott, ich will jetzt ein bestimmtes Produkt nicht einnehmen, dann brauche ich es gar nicht mehr austesten, weil der Gedanke sofort wirkt. Aber wenn ich da mit Karteien arbeite und auch wirklich meinen Körper frage, was ist jetzt gut für dich, dann funktioniert das wundervoll. Und so mache ich das auch sehr individuell. Ja, aber bei mir war es wirklich eine Smoothie-Mischung, die ich über 3 Jahre genommen habe. Es waren Koriandertropfen, und eben den Körperbürsten Sport. Ich bewege mich, ich schwitze regelmäßig durch Bewegung. Das ist wunderbar. Dann Infrarotkabine, also wirklich dieses tiefen Schwitzen. Sauna ist auch gut, aber Infrarot ist noch besser. Und jetzt habe ich 28% Giftstoffe und werde weiterhin zu abnehmendem Mond immer wieder meinen Körper die Möglichkeit geben, etwas auszuscheiden und zu entgiften. Und das darf freudig sein. Das muss nicht schwierig sein. Ich habe zum Beispiel bemerkt, wenn ich dieses Fußbad gemacht habe, das ionisierte, und da waren wirklich Schwermetall, also das war zu sehen, was da rausgeht aus dem Körper, dann ist es mir am nächsten Tag oft, da war ich total übersensibel. Und ich glaube auch, dass das Entgiften uns noch sensibler macht, als wir schon sind. Also es hat alles eine Konsequenz. Ich bin viel achtsamer mit mir. Und je früher wir mit Entgiften beginnen, umso besser. Dankeschön. Das ist die TCM-Rolle, meinst du, also chinesische Medizin, ne? Traditionsrolle. Ja, wenn du im Internet eingibst, TCM, Bindegewebsrollen oder Massage, dann kommen sofort die Bilder von, das sind so Rollen mit so, ja, fast wie Akupressur, die Tuina empfiehlt das. Also du wirst sie sofort finden und damit rollst du dein Bindegewebe und die ganzen Schlacken gehen raus, weil das ja alles
die Säure sitzt halt einfach drinnen, ja, und die sind fantastisch, du musst es einfach nur tun. Es ist ja immer die Sache, dass man sich dann die Zeit nimmt und die machen wir halt dann schöne Musik und in der Früh wird der Körper geklopft, es wird das Gewebe geklopft und da gibt's auch wirklich viele schöne Videos. Ich hoffe, ich kann euch inspirieren. Also abonniert wirklich meinen YouTube-Channel. Da gibt's super schöne Tipps und ich mache ja auch immer nur die Nachrichten 6 bis 8 Minuten, weil ich selber merke, wenn jemand so lange spricht, eine halbe Stunde, ich habe diese Zeit oft nicht. Und das ich frage mich dann immer, was inspiriert mich? Was ist richtig? Und dann merke ich, es sind die kurzen Impulse, die mich erinnern. Da geht's mir richtig gut und die findest du auf meinem Kanal. Jeden dritten, vierten Tag kommt ein neues Video. Also ich glaube, da wird dich einiges inspirieren. Danke dir schön. Dann nochmal einmal kurz zu dem Fußbad. Magst du das noch einmal ein bisschen ausmalen, wie das aussieht? Ja, das machen Kollegen und Ärzte in meinem Netzwerk. Also ich bin da jetzt keine Spezialistin. Ich weiß nur, dass es ein ionisiertes Fußbad ist. Du kriegst so ein Armband drauf und hast eine halbe Stunde die Füße in diesem Wasser und über die Fußreflexzonen, ähnlich wie es die Pflaster gibt, ja, oder früher gegeben hat, gibt es da jetzt diese Fußbäder. Wenn es dich interessiert, suche ich es mir raus. Ich habe in der Praxis den Folder, aber das mache nicht ich, da gehe ich selber zu Kollegen. Da muss ich sagen, seid achtsam, weil wenn wir zu schnell zu viel aus dem Körper rausnehmen, es macht was mit uns. Deswegen habe ich da wirklich immer sehr achtsam abgefragt. So einmal im Quartal habe ich das gemacht. Es ist nicht so angenehm, wenn das so schnell geht. Ja, das kann sein, dass du dann ein bisschen Angstzustände kriegst, weil diese Stoffe machen was in unserem Körper. Da wird Raum frei, wenn wir entgiften. Und gerade die geistige Entgiftung, ich empfehle den Menschen unbedingt dann aktive Meditation. Einmal in der Woche, mach dir schöne Musik, die dich zum Bewegen anregt und schüttel deinen Körper. Das ist so wichtig, ja, zu sagen, und alles, was mich gekränkt hat, alles Bewusste und alles Unbewusste, bewege ich aus meinem Körper raus. Du kannst es beim Laufen über den Atem machen, über das Ausatmen. Also es geht immer um den Fokus, den ich habe. Und es gibt natürlich wunderbare Leute, die auf Entgiften total spezialisiert sind. Also ich glaube, wir haben ja so eine tolle Frau auch auf Okitalk, die voll mit den Leuten entgiftet. Also da gibt's auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Dankeschön. Danke. Ja, da gibt's einige. Da sind Entgiftungssendungen immer wieder zu finden, auf jeden Fall. Gibt's denn noch weitere Fragen, Anregungen hier in der Runde? Daniela, ich schaue nämlich mal auf die Uhr. Wir werden sicher ein bisschen überziehen, weil deine Musik kriegen wir ja sonst nicht ganz durch, gell? Fragen wir mal kurz in der Runde, ob noch was da ist. Und der flackert doch jetzt nochmal mit dem Mikrofon. Nein, da kommt jetzt nichts, Daniela. Juhu, machen wir Musik oder was denkst du? Ja, ich habe schon das nächste Lied hier stehen. Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Und zwar war auch noch dieser Impuls da, weil ich mich gerade ganz tief mit dem beschäftige und mehr denn je wieder, sich wirklich in dieses große Selbst mal hineinzulehnen, in dieses hohe Selbst, in diesen Spirit, der wir sind. Ich glaube nämlich fest daran, dass wir da sind, um frei zu sein. Ich glaube, dass es ein ganz großes Thema ist und wir haben ja so tolle Menschen wie Axel Burkhardt, wo du die Freiheit studieren kannst und die Liebe studieren kannst. Und es gibt ein Sankalpa, ja, die Ahnung des Herzens. Ich bin hier, um frei zu sein. Ich bin auch hier, um die Magie zu leben. Wir sind jetzt 13 Jahre, haben wir vom Maya-Kalender die Schwingung und die Möglichkeit, uns mit unserem eigenen Magier oder Magierin wieder in uns zu verbinden, die eigene Autorität zu finden und wirklich auch groß zu träumen. Und ich würde gerne, dass dieses Sankalpa, also ich bin hier, um frei zu sein, jetzt einspielen. Und ich würde euch wieder empfehlen, wirklich auch wieder diesen Text tief einzuatmen, mal zu spüren, wo möchte ich noch freier werden. Und dann gehen wir weiter. Also, wir sind hier, um frei zu sein. Thank you.
willkommen, um frei zu sein. Ich habe mein Leben lang genommen, um frei zu sein. Ich bin ein tiefes Meer, umfließe alles, was ich spüre. Schöpferin, tanze fühlend mit dem Wind. Ich bin Liebe, Licht und Kraft, die aus dem Herzen erscheint. Ich bin frei, ich bin frei,
Da sind wir wieder zurück, Daniela. Habt ihr auch so richtig tief mitgemacht? Es gibt so viel Kraft, finde ich, so viel Energie, wenn man sich da so reinfühlt. So wirkt es bei mir zumindest. Daniela hat ein Mikrofon. Ja, schön ist das mit euch. Ja, ich habe natürlich wieder viel zu viel vorbereitet. Ich setze mich ja immer hin, eine Woche bevor die Sendung ist, meditiere und frage, was darf es jetzt sein, weil für mich war ganz wichtig, dass wir im Archiv einmal die große Reise haben durch die einzelnen Meridiane. Für jeden, der jetzt meine zukünftigen Sendungen hört, gibt es dann die Möglichkeit, das nachzuhören. Ich bin ja so ein Mensch, ich würde ja immer alles verschenken am liebsten, was ich mache. Also ich liebe das. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass für jeden und jede Seele, die heute berührt ist oder die meine Sendungen hört, es die Möglichkeit gibt, dieses Webinar zu machen und einmal einzutauchen in diese Meditationen, in diese Art und Weise, wie ich Menschen ja erinnern darf, ein Leben zu leben. Und vor allem diese Verbindung zu diesem großen Selbst und zur Magie ist was mich sehr, 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 sehr anzieht im Leben. Also ich habe schon mit 20, 21 habe ich gehört, hey, du brauchst nur wissen, wonach dein Herz sich sehnt und ganz, ganz fest es daran glauben, ja, es spüren und es wird, wenn es zu deinem Lebensplan gehört. Und ich darf heute wirklich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, irgendwelche egoistischen Erfahrungen zu machen. Für mich ist das kein Thema. Ich bin definitiv da, um es einmal mir gut gehen zu lassen und aus dieser Liebe und Freude heraus andere Menschen zu begleiten und im besten Fall eine bessere Welt zu kreieren. Das ist der Weg, ja. Und wie schön ist es, wenn du deinen Weg gehst, wenn du weißt, was ist deine Aufgabe. Es ist genauso wertvoll, zu Hause zu sein und nirgends nach außen zu gehen und jeden Tag natürlich die Erde zu segnen, dein Leben zu genießen. Und was auch immer du tust, für mich gehört ja auch jeder Beruf neu kreiert. Ja, also ich kann ja jeden Beruf, ich habe jetzt eine Friseurin kennengelernt, die macht energetischen Haarschnitt, die ist sich bewusst, dass sie hier im Bereich des Kronenchakras arbeitet und des dritten Auges, dass hier auf der Kopfhälfte der Gallenblasenmeridian läuft, wo ganz viel Ärger oft sitzt, ja, und Schuldgefühle, und dass man heute über den Haarschnitt da etwas bewegen kann. Dann hat sie mir ein Buch mitgegeben, ja, Deine Haare, dein wahres Selbst. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, wow, das ist ja gigantisch. Was passiert denn da bei uns, bei den Friseuren? Ja, also ich bin so einer, ich möchte hier ansteckend sein, dass wir alle unsere Berufe nochmal überdenken, wie wir sie ausüben. Und deswegen ist diese Arbeit mit dem großen Selbst einfach so wunderschön, weil dann wird halt auch die Magie, kommt die Magie ins Leben. Und das bedeutet nicht, dass es keine Krisen gibt. Ich habe dieses Jahr 2019 im November, also ich wollte im Dezember wollte ich mit dem Online-Kurs rausgehen, habe ich Panikattacken gehabt. Nach dem Hausbrand 2008 hatte ich zum ersten Mal Panikattacken und einen Burnout, und dann konnte ich verstehen, wie sich diese Menschen fühlen. Und das ist echt mega. Also weil die Leute schauen dich ja an, du bist gesund, aber du bist geistig völlig, völlig fertig. Ja, das heißt, das kann sich keiner vorstellen, wenn du jetzt eine sichtbare Krankheit hast oder Fieber hast und sagst, ja, leg dich hin. Aber wenn dieses System völlig den Schalter umlegt und du nicht mehr weißt, was ist, und ich wusste natürlich schon, ich bin jetzt in einer ganz speziellen Schicht gelandet. Es war ähnlich, bevor ich meine Selbstständigkeit wirklich offiziell begonnen habe, 2004, 2005 war das, hatte ich diese Krebs- und HPV-Diagnose. Und ich wusste, das ist jetzt meine Prüfung. Okay, das darf ich mir jetzt anschauen. Und ähnlich jetzt diesen Schritt nach draußen zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt da in die Öffentlichkeit, ich zeige mich, das löst natürlich etwas aus. Ich glaube, in jedem von uns. Wow, ich bin da in Schichten gekommen. Und ich wusste aber, wie ich damit umgehe. Ich habe zum Beispiel dann meinen Kurs gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es mir jetzt so schlecht geht, bevor ich da nach draußen gehe mit einem Online-Kurs, der über 6 Stunden Material beinhaltet, wo ich dich zu meinem Buch absolut begleite mit der Essenz, mit den stärksten Methoden der Meditation, die ich bis jetzt angewandt habe, mit einer wunderschönen Musikreise. Also dieser Kurs ist ja das Ergebnis der letzten 20 Jahre, und zwar auf den Punkt gebracht. Also keine stundenlangen Impulse, sondern
zack, das kannst du nebenbei im Auto, beim Autofahren anhören. Du kannst, also ich liebe ja die Technik, ich muss schon wieder erwähnen. Oder beim Kochen, wie oft habe ich deine Sendungen auf OkiTok gehört. Jetzt kreiere ich gerade selber so viel, dass ich da wenig dazukomme, aber das kommt wieder mehr. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, sich aus diesen Krisen zu holen. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir eine Menschheit der Freude haben, dass wir eine Gesellschaft der Begeisterung wieder haben. Es gibt ja auch mein Projekt zur finanziellen Gesundheit, über das ich natürlich noch sprechen werde bei den zukünftigen Sendungen. Und jetzt habe ich da, ich werde natürlich heute ein paar Sachen auslassen, die wir das nächste Mal dazu nehmen, weil es geht ja nicht darum, das volle Programm durchzuziehen, sondern einfach hier zu sein, im besten Fall euch zu erinnern, im besten Fall euch 2 Stunden zu schenken, wo sie sagt, das habe ich jetzt gespürt. Da bin ich jetzt inspiriert, zum Beispiel mehr für mich selber da zu sein. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest oder wenn du dir den Online-Kurs kaufst, aber dazu habe ich eine ganz genaue Erklärung im Webinar, damit du auch wirklich weißt, am Ende des Webinars, was erwartet mich in diesem Kurs. Und jedes dritte Monat kommt ein neues Webinar heraus. Also ich bin da jetzt voll gelandet und ich liebe es, dass ich bei dir zu Hause zu deiner Zeit dich inspirieren darf. Ich finde das grandios, weil es geht eben nicht darum, dass man ständig immer vor Ort sein muss. Natürlich, das große Bild ist, dass ich dann vor Ort, also in Raum Stuttgart gibt es jetzt schon ein Zentrum, wo ich dann zum Meridianmessen hinkommen werde. Ja, und wo sich die Leute halt melden, werden wir so Gruppen machen, wir werden gemeinsam auch Feste feiern, singen und meditieren. Wie sich das eben vor Ort dann ergibt, also das ist, wo es in Zukunft hingeht. Weil wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die anderen erinnern, welche Größe wir ganz einfach haben. Und zwar jeder Einzelne für sich. Weil ich hatte keinen so einen guten Start in meinem Leben und ich kann nicht sagen, dass ich mich als das überbehütete Kind gefühlt habe. Und ich habe es mir selbst kreiert. Und ich habe es mir selbst erarbeitet. Und gerade weil es bei mir so schwer war und weil ich Gott sei Dank durch diese Beharrlichkeit, ja, durch diese Wunder, die ich auch in meiner Praxis erlebe. Also wenn zu mir Menschen kommen, die über 10 Jahre, ich sage jetzt ein Beispiel, chronischen Durchfall haben. Und dann darf ich bei 2 Sitzungen mit Licht- und Tonakupunktur, mit einem liebevollen Gespräch und ein paar Meditationen und Punkte, die die Menschen drücken, dann kommt dieser Mensch zu mir und sagt, du, das war schon fast nach der ersten Sitzung weg. Dann denke ich mir, wie gibt's das sowas? Ja, und mir ging es ja genauso. Und das ist das, was mich so begeistert. Also falls ihr Leute kennt, die auf der Suche sind, sagt ihnen das weiter. Es gibt Möglichkeiten, nur die Leute dürfen halt auch sich öffnen, dass wir mehr sind als ein physischer Körper, dem man eine Kapsel in den Mund steckt, auf einen Punkt drückt und der Körper funktioniert sofort. Und meine Erfahrung ist, wenn wir fühlend verstehen, warum unser Körper sagt, bitte sei so nett, schau dahin. Unser Körper ist unser bester Freund. Und wie grandios, dass der uns das aufzeigt. Aber nein, die Nackenverspannungen sind nicht so wichtig. Und nein, ab und zu Kopf ist auch nicht wichtig. Und ja, ich kann halt nicht wirklich gut schlafen, aber es macht nichts. Also wir schieben die Dinge hinaus. Und das zu unterbrechen und sich selber wichtig genug zu sein und zu sagen, wie möchte ich denn sein? Wie ist mein Körper in 10 Jahren? Also ich habe von den Leuten gehört, mit 40 nimmt man zu und man bekommt Rückenschmerzen. Also so ein blöder Glaubenssatz. Also mich hat es natürlich fasziniert, weil ich mir dachte, okay, wenn ich 40 werde, dann werde ich das Gegenteil beweisen. Ich bin schlanker denn je, ich bin sportlicher denn je und gesünder denn je. So bin ich einfach gebaut. Ja, ich reagiere immer auf, das ist das Aneibär. Die Aneibär verändert. Und sie sagt, ja, jetzt haben wir irgendjemand da, ich bin gleich still. Also die Aneibär verändert. Wer mag denn mit uns plaudern? Ich hatte nur noch mal, also zu deinem Tipp jetzt, zu deiner Seite bei deinem YouTube-Channel. Ist das deine direkte Seite oder hast du da noch mal einen extra Channel?
Also momentan ist es so, es gibt einen YouTube-Channel, den lasse ich gerade auslaufen. Da habe ich auch ein Video gemacht, Leute, der wird gelöscht und es gibt einen neuen, an Aibia, ich und Chi, du bist wertvoll mit den guten Nachrichten. Ich bin auf Facebook, Instagram ist jetzt einfach wichtig, aber da kann man mit mir nicht kommunizieren. Es gibt auch eine eigene Facebook-Gruppe, in der wir Live-Meditationen machen. Und es entsteht gerade natürlich auch eine Homepage. Ja, die ist noch im Entstehen. Aber der YouTube-Channel ist das, wo mein Fokus hingeht, weil das finde ich einfach ja sehr, sehr lässig mit den Videos. Ja, danke schön für dein Aufzeigen und ja, ganz bei dir. Ja, und weil wir so wunderbare Botschafter des Lichts sind, möchte ich gerne dieses Lied noch einspielen. Ah, Klaus, du warst halt so entzückend bei meiner Begrüßung in Lakesh, ja. In Lake, hast du gesagt, ist auch schön. In Lakesh ist ein Maya-Gruß und bedeutet, du bist ein anderes Ich. Also du bist nicht ich, aber du bist ein anderes Ich. Und ich kann frei entscheiden, aha, bist du ein anderes Ich, das mich total inspiriert? Oder bist du ein anderes Ich, das mich emotional macht? Dann schaue ich natürlich hin, umso spannender, was nicht heißt, dass man nicht Nein sagen darf oder soll. Und das ist ein Gruß, den ich auch in meinem Kurs sehr oft verwende, weil ich es total schön finde. Ja, ihr seid mein anderes Ich und ich kann immer nur sagen, bei diesem wunderbaren Freundschaftsfeld und bei diesen Menschen, die mir begegnen, weil mein Ziel ist ja nicht nur, dass ich jetzt da Geschäfte mache, jemand berate, mein Herzensziel ist diese Community. Es ist wirklich dieses, wer bist du, wofür brennst du, wie können wir co-kreativ arbeiten? Also es gibt auf meinem YouTube-Channel die guten Nachrichten, dann gibt es die Co-Creation, also wenn jemand mit mir ein Interview machen will und sagt, hey, ich möchte mit dir gern co-kreieren, das schauen wir einfach, wie können wir gut co-kreieren, dann stelle ich diese Leute vor. Dann wird es eine eigene Playlist geben zum Thema Sexualität und Berührung, weil er dieses Thema besonders viel Raum braucht, weil es so krank noch immer ist und natürlich die finanzielle Gesundheit. Also das sind die Schritte in den nächsten Monaten und da gibt es noch viele Pläne, die sich dann Step by Step erfüllen werden und ich lade uns jetzt noch einmal ein, diese Botschafter des Lichts zu hören und dann langsam auszuschwingen gemeinsam. Weinen lasst uns lieben.
Wir sind zurück bei Ein Eibier. Hallo, und meine Frage, so wie ich es verstanden habe, sollen wir jetzt eine Abschlussrunde machen? Wenn. Oder überziehen. Was möchtest du, liebe Daniela? Ja, ich find's schön, die Abschlussrunde zu machen, weil ich da noch ein Thema habe, das mir ein zu großes Thema ist. Das nehme ich gerne in die nächste Sendung rein. Ich habe einfach alles niedergeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das möchte Raum haben, und war ganz im Gefühl. Also ich würde sagen, wir machen die Abschlussrunde. Wir spielen wie gewohnt unser Danke. Und wer Lust hat, ist das nächste Mal wieder mit dabei. Meine Tochter hat jetzt gerade Ferien, die ist zu Hause. Und freut sich auch schon wieder mit mir Zeit zu verbringen, weil die lebt ja nicht mehr daheim. Und deswegen finde ich es einfach schön, jetzt eine Abschlussrunde zu machen. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen erinnern und inspirieren. Ja, danke auf jeden Fall mal, schon jetzt. Ja, hallo. Dann ich begrüße erstmal von oben der Jenne. Jenne, bist du da? Möchtest du was sagen? Steigt ein bisschen später ein. Gerade nicht. Ich bin gerade am Lesen und bedanke mich auf jeden Fall schon mal für den tollen Abend und diese Aufzeigungen und die Tipps. Wunderbar. Und fehlt noch gerade das gute Wasser, wo wir uns ja, wir bekommen ja so schlecht, kommen schlecht an gutes Wasser ran, sage ich mal. Das ist auch nochmal vielleicht ein Thema. Na, absolut, Jene. Also ich find's einerseits toll, dass es Möglichkeiten gibt, das Wasser zu säubern, und ich nütze solche Möglichkeiten, und auf der anderen Seite finde ich es total traurig, dass unser Wasser so ist, wie es ist. Aber das ist wirklich ein eigenes Thema. Da machen wir auch mal eine Sendung. Danke für den Tipp. Ja, danke dir, dass du da bist. Ja, Alexandra, bist du am Mikrofon? Ja, bin da. ja, im Grunde genommen gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich nur ein herzliches Dankeschön. Und ich finde deine Lieder finde ich besonders gut. Und gleich beim ersten Lied ist mir aufgefallen, dass die das kam richtig durch. Die Worte, die sind zum einen sehr sanft und gleichzeitig sehr kraftvoll. Und das finde ich schön. Und ja. Also ich kann nur sagen, ganz lieben Dank für die Sendung und bis zum nächsten Mal dann. Danke, Alexander. Vielen Dank. Dann sage ich mal was. Also ich wollte mich auch bedanken. Es war eine sehr, sehr schöne Sendung gewesen und hat mir halt sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und das Thema ist sehr, sehr tief und es wird mir Spaß machen, da noch tiefer reinzugehen. Dankeschön. Und ich gebe weiter am Klaus. Ja, liebe Daniela, viel zu kurz ist die Sendung gewesen, weil die Lieder, die da noch offen sind, ne, ich hätte ja gern noch mehr gehört, aber alles ist gut und alles ist so, wie es ist. Und ja, ich freue mich natürlich auf deine nächste Sendung. Und wenn du gleich noch kurz Zeit hast, möchte ich mit dir nochmal sprechen, wegen auch unserem Okitok Medienfestival, das Aufwach-Festival, so nennen wir es. Und ja, und ich sage einfach nur ein Danke, auch an den Streams draußen heute. Diese Sendung ist ja auch aufgezeichnet, nochmal kurz die Info noch dazu. Und bitte geht ins Archiv, teilt sie, ne, rechte Maustaste. Und dann, wenn es euch gefallen hat, und an euren Freunden, wo auch immer. Ja, Daniela, der Abend geht zu Ende und ich sage einfach nur Danke, weil es einfach schön ist. Und jetzt kommt ja auch gleich dein Danke-Lied. So kenne ich dich ja, haben wir ja immer so bei uns in unseren Sendungen. Und das ist auch immer wieder ein Lied, was man immer wieder hören sollte, immer wieder. Und ja, und du bist ja bei uns eh gut vertreten. Daniela, danke für alles. Dein Mikrofon nochmal. Ja, Klaus, wir hätten schon das Wort. Du warst halt besonders gut, gell, vor der Sendung. Mit einem Computerthema. Also danke an deiner Stelle. Du bist da echt schon. Es ist toll, dass wir das geschafft haben. Ich habe mir gedacht, das bringen wir hin, dass wir heute auf Sendung gehen. Und ja,
Ich bedanke mich wirklich für die Möglichkeit. Also ich kann mich so, so gut erinnern, wie viel Angst ich 2012 hatte bei den ersten Sendungen, herklopfen bis zur Schädeldecke. Und wie schön und natürlich es schon geworden ist, hier mit euch zu plaudern, auch zu wissen, dass ich die genau richtigen Menschen gerade erreiche, die halt mit mir in Resonanz gehen und die mit mir schwingen. Macht euch wirklich dieses Geschenk bei dem Online-Webinar. Ihr könnt euch eure Uhrzeit einstellen. Wenn irgendwas passiert, dass ihr sagt, ich habe mich jetzt angemeldet und ich habe doch keine Zeit gehabt, ihr könnt euch neu anmelden. Also ich finde die Systeme fantastisch. Du suchst dir den Tag aus, du suchst dir die Uhrzeit aus, du kriegst dein Mail. Die Mails landen sehr gerne im Spam. Aber die Leute schreiben uns dann an und sie finden es auch sofort. Das steht auch dabei. Und da gehen wir nochmal wirklich, also mit den Videos ist es schon nochmal schön, wenn man den Menschen sieht, ja, und auch noch einmal in Resonanz gehen kann. Und wir gehen da einfach tief rein. Und vielleicht ruft dich dieser Kurs, vielleicht ruft dich das Buch und diese Reise, also diesen Kurs kauft man nicht und den macht man dann mal schnell. Ich und Chi, du bist wertvoll, ist ein Lebenskurs, eine Forschungsreise zu dir selbst. Diese Liebesgeschichte, dich zu finden, in dir selbst deine Potenziale zu erwecken, im besten Fall Freundschaften zu gründen. Also es gibt, es ist, alle Türen sind offen. Und ich freue mich schon, mit dir jetzt auch über das Medienfestival zu sprechen. Ich freue mich auch auf die nächste Sendung schon wieder und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Viel Lebensgenuss und Lebensfreude, weil das uns einfach nährt und weil das die Synchronizitäten ins Leben holt. Und alles, alles Liebe. Und wir beenden unsere Sendung mit mein Danke. Das ist noch ein Lied im Waldviertler Dialekt. Ihr werdet es verstehen. Es ist eines meiner ersten Lieder, die 2008 zu mir gekommen sind. Und ich habe sehr, sehr oft geglaubt, dass es nicht mehr weitergeht. Und es ist immer weitergegangen. Also danke an dich, wo auch immer du gerade bist, von ganzem Herzen. Wieder mal einer von den guten Tag, ob ich heut schon danke gesagt für das, was ich alles hab. Wenn ich so zurückschau auf mein Leben, manchmal hab ich glaubt, dass niemand mehr weitergeht. Doch das Leben hat mir's anders gezeigt. Vorwärts geh und dann versteh, das ist heut so im Leben. Mit einer von meinen Erfahrungen füllen, war ich nicht die, die ich jetzt bin. Danke für mein Leben, das möchte ich heut mal so. Mein Körper und mein Gefühl, sagen mir so viel aus. Echt für aus, danke der Natur. Die Jahreszeiten zahlen so viel aus. Ooh.
verstehen, du siehst heute so im Leben. Würde eine von meinen Erfahrungen füllen, war eine Idee, die ich jetzt bin. Radio Okie Tokie, Radio Okie Tokie.